Das Geheimnis, sich jeden Tag gut zu fühlen. Probieren Sie es auch aus. Dieses Video wurde aus der italienischen Version übersetzt, daher können Fehler auftreten. Hallo und willkommen bei der Mamariotti Academy. Dieses Video wurde übersetzt. Heute möchte ich ein Wellness-Geheimnis mit uralten Wurzeln mit Ihnen teilen, das in Ihrem täglichen Leben wirklich einen Unterschied machen kann. Ich möchte nicht zu viel verraten. Folgen Sie mir bis zum Ende, um einen einfachen und natürlichen Weg zur Verbesserung Ihrer Gesundheit zu entdecken. Aber schauen wir mal, welche Kapitel Sie in diesem Film finden. Ein uraltes Geheimnis. Vorteile. Mögliche Kontraindikationen. Wie Sie es in Ihre Routine integrieren können. Meine persönliche Erfahrung. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass diese Informationen das Ergebnis persönlicher Recherchen und Erfahrungen sind. Aber es kann immer eine Fehlerquote geben. Daher empfehle ich immer, mehr über die besprochenen Themen zu erfahren. Nicht nur in meinem Video, sondern auch aus anderen Quellen, wenn sie für Sie von Interesse sind. Und jetzt kommen wir zum Video. Ein uraltes Geheimnis. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie ein Getränk zu einer Säule Ihrer Gesundheit werden kann? Dies ist der Fall bei Kefir, einem fermentierten Getränk aus dem Kaukasus, das seit Jahrhunderten als Lebenselixier gilt. Die Bewohner dieser Regionen bereiteten es zu Hause zu und gaben die Kefirkörner als kostbaren Schatz weiter. Heute ist dieses Produkt auf der ganzen Welt bekannt, nicht nur für seinen einzigartigen Geschmack, sondern vor allem für die Vorteile, die es für Ihre Gesundheit bieten kann. Kefir ist viel mehr als nur ein Getränk. Er ist eine außergewöhnliche Quelle für Probiotika, freundliche Bakterien, die in unserem Körper eine grundlegende Rolle spielen. Aber das ist noch nicht alles. Dies sind seine Hauptvorteile. Fördert die Darmgesundheit. Kefir ist reich an Probiotika, also guten Bakterien, die das Gleichgewicht der Darmflora fördern. Diese Bakterien können die Verdauung verbessern, Erkrankungen wie Verstopfung und Blähungen vorbeugen und zum allgemeinen Wohlbefinden des Verdauungssystems beitragen. Unterstützt das Immunsystem. Die im Kefir enthaltenen Probiotika stärken die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers und helfen bei der Bekämpfung von Infektionen und Krankheiten. Darüber hinaus ist Kefir auch eine gute Quelle für Vitamine wie B12 und Kappa-2, die für die Gesundheit des Immunsystems entscheidend sind. Vollwertige Ernährung. Kefir ist reich an essentiellen Nährstoffen wie Calcium, Magnesium, Protein und Vitamin B. Diese Nährstoffe sind wichtig für die Erhaltung gesunder Knochen, Muskeln und des Nervensystems. Potenziell geeignet für Menschen mit Laktoseintoleranz. Milchkefir enthält dank Fermentation viel weniger Laktose als herkömmliche Milch und wird daher im Allgemeinen auch von Menschen mit leichter Laktoseintoleranz gut vertragen. Darüber hinaus ist Wasserkefir eine ausgezeichnete Wahl für Menschen, die sich vegan ernähren oder allergisch auf Milchprodukte reagieren. Entzündungshemmende Eigenschaften. Studien deuten darauf hin, dass Kefir chronische Entzündungen im Körper reduzieren kann, die die Grundlage für viele Krankheiten wie Arthritis, Herzkrankheiten und Verdauungsstörungen bilden. Regelmäßiger Kefirkonsum könnte zu einer Verringerung der mit diesen Erkrankungen verbundenen Symptome beitragen. Verbessert die Knochengesundheit. Kefir ist eine gute Quelle für Calcium, ein essentielles Mineral für die Knochengesundheit. Darüber hinaus hilft das im Kefir enthaltene Vitamin Kappa-2, die Calciumaufnahme zu verbessern und Knochenschwund vorzubeugen. Erleichtert die Gewichtskontrolle. Dank seines Protein- und Probiotik-A-Gehalts kann Kefir zu einem stärkeren Sättigungsgefühl beitragen, den Appetit reduzieren und so die Gewichtskontrolle erleichtern. Darüber hinaus macht ihn seine natürliche Fermentation zu einem leicht verdaulichen Nahrungsmittel. Reguliert den Blutzuckerspiegel. Einige Studien deuten darauf hin, dass Kefir einen positiven Effekt auf die Blutzuckerkontrolle haben kann und zur Stabilisierung des Blutzuckerspiegels beiträgt, was besonders für Menschen mit Typ-2-Diabetes nützlich ist. Bevor Sie fortfahren, wenn Ihnen dieses Video gefällt, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal, falls Sie das noch nicht getan haben. Es kostet Sie nichts, aber es hilft mir zu wachsen. Mögliche Nachteile von Kefir. Obwohl Kefir im Allgemeinen als gesundes Lebensmittel gilt, gibt es einige Situationen, in denen er möglicherweise nicht geeignet ist oder unerwünschte Wirkungen hervorruft. Hier sind die wichtigsten Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Mögliche anfängliche Nebenwirkungen. Darmbeschwerden. Während der ersten Tage des Verzehrs können manche Menschen Blähungen, Krämpfe oder Durchfall verspüren.
Dies liegt normalerweise daran, dass sich der Darm an die neuen Probiotika anpasst. Blähungen. Dies ist eine häufige und vorübergehende Wirkung, die mit dem aktiven Ferment im Getränk zusammenhängt. Unverträglichkeiten oder Empfindlichkeiten. Laktoseintoleranz. Obwohl Milchkefir weniger Laktose enthält als herkömmliche Milch, können einige besonders empfindliche Menschen dennoch Probleme haben. In diesem Fall kann Wasserkefir eine sinnvolle Alternative sein. Milchallergien. Menschen mit Milcheiweißallergien sollten Milchkefir meiden. Wechselwirkungen mit dem Immunsystem. Autoimmunerkrankungen. Bei manchen Menschen mit Autoimmunerkrankungen ist die immunstimulierende Wirkung von Kefir möglicherweise nicht optimal. Es ist immer am besten, einen Arzt zu konsultieren, bevor Sie Kefir in Ihre Ernährung aufnehmen. Hoher Histamingehalt. Histaminempfindlichkeit. Da Kefir ein fermentiertes Lebensmittel ist, enthält es Histamin, das bei besonders empfindlichen Menschen Reaktionen wie Kopfschmerzen, Hitzewallungen oder Juckreiz hervorrufen kann. Kaloriengehalt und Zucker. Aromatisierter oder handelsüblicher Kefir. Einige handelsübliche Kefirsorten, insbesondere aromatisierte, können zugesetzten Zucker enthalten, was den Kaloriengehalt erhöht. Es ist immer vorzuziehen, sich für natürliche oder hausgemachte Varianten zu entscheiden. Er ist nicht immer angenehm für den Gaumen. Starker und säuerlicher Geschmack. Kefir hat einen besonderen Geschmack, den nicht jeder mag. Dies kann den regelmäßigen Verzehr erschweren. Nicht für alle Diäten geeignet. Spezielle Diäten. Obwohl er im Allgemeinen gesund ist, ist Milchkefir möglicherweise nicht mit streng veganen oder kohlenhydratarmen Diäten vereinbar. Es sei denn, Sie entscheiden sich für die Version mit Wasser oder ohne Zuckerzusatz. So verwenden Sie ihn. Das Tolle an Kefir ist, dass er extrem vielseitig ist. Sie können ihn pur als gesunden Snack genießen. Sie können ihn als Bereicherung für Ihr Frühstück verwenden, indem Sie ihn zu frischem Obst, Müsli oder Körnern hinzufügen. Sie können in der Küche experimentieren, zum Beispiel als Basis für Soßen, kalte Suppen oder Desserts. Und wenn Sie sich fragen, wo Sie ihn finden können, Kefir ist problemlos in Supermärkten oder Reformhäusern erhältlich. Aber für diejenigen, die alles gerne selbst zubereiten, besteht auch die Möglichkeit, Ihren in wenigen einfachen Schritten zu Hause herzustellen. Möchten Sie es ausprobieren? In der Beschreibung finden Sie den Link zum Herunterladen des kostenlosen Rezepts und einen speziellen Artikel in meinem Blog mit vielen weiteren nützlichen Details. Meine persönliche Erfahrung. Ich muss Ihnen sagen, dass ich Kefir dank meiner Schwiegermutter entdeckt habe, obwohl sie ihn im Laden gekauft hat. Ich für meinen Teil wollte jedoch versuchen, ihn selbst herzustellen. Und deshalb habe ich die sogenannte Mutter gekauft, um ihn zu Hause zuzubereiten. Ich habe ihn eine Zeit lang eingenommen und wirklich Vorteile festgestellt, insbesondere im Hinblick auf das allgemeine Wohlbefinden. Manchmal bin ich jedoch etwas faul und die Zubereitung des Produkts ist in den Hintergrund geraten und deshalb habe ich ihn eine Zeit lang nicht eingenommen. Aber nachdem ich durch meine Recherchen mehr erfahren habe, denke ich darüber nach, ihn wieder in meine Ernährung einzuführen. Warum also nicht selbst versuchen und sehen, ob es einen Unterschied in Ihrem Leben machen kann? Wie in der Beschreibung erwähnt, finden Sie den Link zum kostenlosen Download des Rezepts. Mit dem Kefirtrinken anzufangen, mag wie eine kleine Veränderung erscheinen, kann aber wirklich einen großen Unterschied machen. Integrieren Sie Kefir nach und nach in Ihre Ernährung und hören Sie auf die Signale Ihres Körpers. Vielleicht stellen Sie fest, dass es genau das ist, was Ihnen bisher gefehlt hat. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm ein Gefällt mir. Abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, um über alle meine Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können sich dieses Video auch im Podcast-Bereich anhören und einige Videos sind in anderen Sprachen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und wir sehen uns im nächsten Video.